Hallo und herzlich willkommen zurück und ich bin Ipanex und ja, das im Hintergrund ist Star Wars The Old Republic. Ihr habt's erkannt. Wir sind immer noch an derselben Stelle wie in der letzten Folge. Ne, das war jetzt falsch. Das war jetzt gar nicht so gut. Ja. Wir sind an derselben Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da geht es jetzt weiter. So ist es jetzt richtig. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Dahin. Guru in den Dünen. Ist sogar gerade eben für unser Level freigegeben. Komm, den würgen wir mal ein bisschen. Hat nicht gereicht, okay. Hat gereicht. So. Da machen wir jetzt auch nahtlos weiter. Weil wir ziehen jetzt hier die Storyline. Ja, ich habe das Tempo des Let's Plays ein bisschen angehoben. Das hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar, es startet jetzt langsam aber stetig The Fallen Empire. Wenn ihr das Video seht, ist schon der erste Gefährte wahrscheinlich, glaube ich, draußen. 1. August, glaube ich, kommt er. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann nach und nach kommt immer mehr dazu, bis es dann halt endgültig heißt Fallen Empire startet und die BioWare Storyline startet halt richtig durch. Und ja, ich wollte versuchen, dass ich nicht ganz zu weit dahinter hänge. Ich glaube nicht, dass wir genau pünktlich zum Start damit nahtlos weitermachen können. Weil ich glaube nicht, dass ich Level 60 bis dahin schaffe. Das hieße ja jetzt, ich müsste jeden Tag, weiß ich nicht, zwei, drei Let's Plays raushauen. Das packe ich nicht. Oder ich würde es wahrscheinlich packen halt, aber mein Upload schafft das nicht. Ich würde es wahrscheinlich jetzt schaffen von den die Gameplays fertig zu bekommen, aber ich würde sie wahrscheinlich nicht hochbekommen. Ja gut, das klingt jetzt echt scheiße, wenn ich sage, ich krieg keinen hoch. Aber ich meine natürlich die Videos. So. Ja, das ist halt so ein bisschen problematisch. Ende des Jahres gibt es eine größere und dickere Leitung. Da kommt die 100.000er. Mit der Option auf 200.000. Dann sollte das definitiv möglich sein, weil dann startet natürlich auch endlich mein Streaming-Kanal richtig. Das ist auf jeden Fall geplant. Das ist etwas, was ich machen möchte, regelmäßige Streams. Das habe ich auch schon häufiger bei Twitter gesagt, dass ich das unbedingt machen möchte. Weil jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, ja, Stream, da willst du doch nur Kohle mitverdienen. Nee, gar nicht. Also tue ich ja auch mit YouTube nicht. Ich hatte die Monetarisierung mal kurz an, um mal zu checken, was kommt da überhaupt bei rum. Weil wenn das da immer alles steht und man sich diesen Leitfaden da durchliest. Das steht immer nur alles auf schwarz auf weiß da, was man da bekommen soll. Aber da steht nirgendwo, was man wirklich bekommt. Und das war immer so ein bisschen das Problematische. Deswegen habe ich das mal 2 Monate laufen lassen und ganz ehrlich, davon hätte ich mir einen Döner kaufen können. Das lohnt nicht. Dafür will ich euch keine Werbung aufdrücken und dadurch meine, ja, was heißt, Videos herabwerten. Nein, aber viele sehen, oh, 80 Abonnenten, Werbung drauf, kein Zeige Bock. alle autorisierten So, Ziele an. das heißt, es gehen mir potenzielle Zuschauer verloren. Leute, die vielleicht meine Videos mögen. Und ich möchte einfach, dass jeder die Chance hat, der meine Videos mag, dass er sie auch gucken kann. Und das auch ohne Werbung. Und streamen möchte ich einfach, weil es noch eine andere Art ist, wo man nochmal andere Leute
zu seinem Kanal herholt, aufmerksam auf sich macht. Und ja, außerdem finde ich es cool, einfach mal wirklich hier mal zu sagen, ey Leute, ich ziehe einen 24-Stunden-Stream durch, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und ja, das wird es definitiv geben. Mir geht es ja gar nicht um die Kohle, weil die Kohle, die fließt eh wieder in YouTube rein. Alles, was ich bekomme, ob ihr über meine Affiliate-Links bei Amazon was kauft oder sowas halt, die ganze Kohle fließt wieder hier rein. Dadurch habe ich mir zum Beispiel habe ich mir die Webcam habe ich mir davon geholt, von weil jemand was auf Amazon über einen meiner Links gekauft hat. Da habe ich das kriege ich dann als Gutschein und davon habe ich jetzt mir die Webcam geholt. Greenscreen habe ich so geholt alles mit den ganzen Lampen und allem Mögliche. Das war mein eigenes Geld, so wie ich das ganze restliche Equip eigentlich, was ich habe, alles durch mein Geld gekauft habe, weil ja, mein Hobby finanziert sich noch nicht selber. Klar wäre das irgendwann schön, wenn es so ist, aber es ist, wie ich gesagt habe, es ist ein Hobby. Und ein Hobby kostet nun mal manchmal auch ja, eine ganze Menge Geld. Und das stört mich auch nicht wirklich. Meine Frau stört das auch nicht. Und ja, dann ist das so. Und das ist auch gut so. Meister Jonlak, der Sith, den ihr verfolgt habt, ist hier. Zieht euch zurück. Ich kümmere mich um den Eindringling. Nein, Juli. Kontrolliert eure Gefühle. Steht mir zur Seite. Ich stelle mich dem Sith. Oh, Opa. Ich weiß von eurer Pilgerreise hierher. Ihr seid ein faszinierendes, widersprüchliches Beispiel für euren Orden. Ich weiß, warum ihr hier seid. Meister Nomen Kars Padawan erscheint euch irgendwie als Bedrohung. Ihr möchtet sie aus ihrer Deckung hervorlocken und zum Schweigen bringen. Ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Beleidigt mich nicht, mein Kind. Ihr seid ein offenes Buch für mich. Ihr seid ihretwegen hier, das weiß ich. Sie kam, um sich meiner Führung anzuvertrauen. Und zwischen uns entstand die tiefste Bindung, die ich je erlebt habe. Sie und ich, wir haben eine geistige Verbindung. Und ich habe sie bereits vor euch gewarnt. Sie wird auf eure Manipulationen nicht hereinfallen. Euer Todesschrei wird in ihr widerhallen. Ihr habt den Kampf gewählt, aber euer Imperialer wird euch nicht dabei helfen. Jo, Beschiss! Zeigt keine Gnade, Juli. Wir kämpfen für Nomen Kars Padawan. Alter, fickt euch, ey. Boah, war das knapp. Alter, leck mich fett. Ey, ich hab gedacht, ich geh drauf, ey. Boah. Haltet ein, Sith. Bitte senkt die Waffen. Juli, haltet eure Zunge im Zaum. Nein, sie ist nur ein Padawan. Und ihr seid ein großer Meister. Ich werde um euer Leben verhandeln. Sith, ich sage euch alles, was ich weiß. Wenn ihr Meister Jonlak verschont. Eure Treue ist bemerkenswert. Vergebt mir, Meister Jonlak. Aber ich muss es tun. Ihr Name ist Jessa Wilson. Nomen Kar hat sie fortgebracht, und zwar nach... Juli, ihr könnt euch nicht an den Padawan erinnern, den dieser Sith sucht. Ich kann mich nicht an den Padawan erinnern, den dieser Sith sucht. Schlaft jetzt.
Ich habe Judis Gedächtnis nur ungern ausgelöscht. Aber seine Gefühle für mich haben ihn überwältigt. Sehr eindrucksvoll. Es war schrecklich, ihm das anzutun. Der letzte Ausweg. Aber das Allgemeinwohl hatte Vorrang. Jessa ist etwas ganz Besonderes, mit noch nie dagewesener Macht. Solange sie von euresgleichen unberührt bleibt, kann sie die Jedi in eine glänzende Zukunft führen. Ich werde einiges mehr tun, als sie nur zu berühren. Ihr kennt Jessas Namen, aber mehr bringt ihr hier nicht heraus. Da könnt ihr mich genauso gut gleich umbringen. Ich muss zur Ruhe kommen, damit Jessa nichts als Frieden spürt, wenn ihr mich erschlagt. Ich werde euch nicht den Todesstreich versetzen. Richtet ihr nur aus, dass ich mit ihr reden möchte. Ihr wolltet ihr nur eine Nachricht hinterlassen? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Sith. Wegen unserer Verbindung weiß Jessa bereits, was hier geschehen ist. Sie hat eure Nachricht erhalten. Sie wird selbst entscheiden, wie sie jetzt handelt. Ich hoffe nur, Jessa ist genauso leichtgläubig wie ihr. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Es tut mir leid, dass ich euch keine Hilfe sein konnte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Jedi mich ausschalten würde. Nehmt das nicht so schwer, Quinn. Ich mag es nicht, wenn mich so etwas hinterrücks trifft. Ich bin jedenfalls froh, dass ihr meine Unterstützung gar nicht nötig hattet. Sharak sagte, sie würde zu unserem Raumschiff kommen. Sie dachte, um uns sei es geschehen. Wir sollten sie wissen lassen, dass wir Erfolg hatten. Sie hätte nicht an uns zweifeln sollen. Genau das wird sie demnächst herausfinden. Ja, der Alte, der war doch schon tot, ehe ich hier war, ey. Habt ihr den mal gesehen? Der war doch eigentlich schon tot. So. Ich soll auch bestimmt... Ich mach das jetzt einfach. Mein Gott, ey. Ich komme mit dem Ganzen hier nicht klar. So, Schnellreise. Da bin ich. Ich flitz da einfach mal hin. Nach Mos Eila. Weil ich denke, dass wir zum Schiff zurückkehren sollen. Und? Bin ich richtig? Ja! Super. Gar nicht so doof, wie ich aussehe, wa? Ihr könnt es jetzt sogar beurteilen. Ihr seht mich ja. Das ist immer noch ziemlich ungewohnt, dass eine Kamera neben mir steht und mich aufnimmt. Finde ich sehr, sehr befremdlich jetzt so an Anfang. Aber ich fand es aber auch sehr befremdlich an Anfang, hier an meinem Schreibtisch zu sitzen und einfach vor mich hinzulabern, ohne dass ich mit irgendwen rede. Also das war auch für mich sehr befremdlich. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Zerschlagen. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Es war am Anfang auch sehr befremdlich, muss ich wirklich sagen. Es war ganz, ganz komisch. Aber nochmal, um da auf das Thema zurückzukommen, YouTube, Geld und alles Mögliche, ist wirklich ein, für mich ist YouTube absolut ein Hobby. Also, klar, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ich irgendwann 100, 150, 200 oder sogar 500 oder 1000 Abonnenten habe. Ey, da würde ich mich riesig darüber freuen. 1000 Abonnenten ist noch echt weit weg, 500 auch. Als nächstes sind die 100 angepeilt. Darüber würde ich mich mega freuen, wenn wir die erreichen. Ey, denn der steht hier. Der Nackte, der steht hier schon seit ich hier angekommen bin. So, kurzes Statement dazu. Nee, aber so 100 Abonnenten, das wäre schon mega, mega geil. Also, ich glaube nicht, dass es vor der Gamescom noch klappt, aber... Ja, ihr könnt ja dieses Video richtig hypen.
Es kommt am... Das Video hier kommt, wenn ich auf der Gamescom am Sonntag bin. Ja. Die meisten von euch wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich erreicht das Video noch nicht mal 50 Aufrufe, weil alle von euch auf der Gamescom sind. Oder wahrscheinlich noch nicht mal 20. Ich habe ja wenige Videos, die 50 erreicht haben. Also am ersten Tag. Obwohl ich wirklich sagen muss, Loot Raider habt ihr richtig geil geklickt. Also mein Respekt. Ja, das habt ihr geklickt wie bekloppt, ne? Muss ich ja mal wirklich sagen. Bin ich falsch? Ja, boah, alter Schwede, ich bin einfach an der vorbeigelaufen. Mann. Ja, da ist er. Ich habe nicht damit gerechnet, euch jemals wiederzusehen. Heißt das, dass ihr über den verbotenen Pass hinausgereist seid und Meister Jonlak gefunden habt? Die Mission ist erfüllt. Welch großartige Lektion. Es gibt keine Grenzen außer denen, die wir uns selber setzen. Ich werde nie mehr annehmen, dass ich alles weiß, was es zu wissen gibt. Und ich werde die gesamte Wüste von Tatooine erforschen, ohne Ausnahme. Ihr habt sicher viel daraus gelernt. Lord Barras kann sich glücklich schätzen, einen so edlen Kämpfer auf seiner Seite zu wissen. Ich werde euch nie vergessen. Auch ich werde euch immer in bester Erinnerung behalten. Ich wünsche eine sichere Reise. Besucht mich ruhig, falls es euch nochmal nach Tatooine verschlagen sollte. So, benutze das Holo-Terminal deines Schiffes. Ja, das machen wir doch gerne. Jetzt dürfen wir es ja auch. Wir machen Level. Das war eine gute Leistung. Du hast deine Zeit auf Tatooine gut genutzt. Nomen Kaas Padawan, Jessa Wilsam, ist jetzt keine Unbekannte mehr. Ich bin hoch erfreut. Dann kann ihr Grabstein schon mal bestellt werden. Nein, nein. Es wird keine Beweise für ihre Existenz geben. Sie wird in einem anonymen Grab beigesetzt werden. Wie du mit Meister Jonlak umgegangen bist, war eine klare Botschaft an unsere Feinde. Nomen Kaa und Jessa Wilsam wissen jetzt, dass sie sich nicht verstecken können. Das nagt am Meister und diesen begabten Padawan wird es in die Knie zwingen. Ich kann es kaum erwarten, sie in die Finger zu bekommen. Ich glaube, der Augenblick ist nicht mehr weit. Bleibt nur noch Aldaran, die Heimat von Jessa Wilsam. Begib dich schnell dorthin. Ich melde mich, wenn du dort bist. Ja. Was nehmen wir denn hier? Kritischer Trefferwert. Angriffskraft. Was nehmen wir? Level 30.
Ja, Hälfte ist geschafft. Ganz klares Dingen. So. Das hier packen wir mal zur Seite. Den Rest verticken wir mal später. Ja, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.